Tangerine. Mandarine. Is a stimulus. Dieses Wort löst etwas in mir aus. If I started drawing a figure. Wenn ich eine Figur auf die Mandarine zeichne, taucht nach und nach die Vergangenheit auf. Little by little, the past is going to re-emerge. And I will be able to verbalize it. Und ich kann über sie sprechen. Now, this is not my work of art. Das ist nicht mein Kunstwerk. Das war meines Vaters Werk. Gegen Ende des Abendessens, an Sonntagen, nahm er seine Mandarine, stand auf und verkündete, er würde nun ein Porträt seiner Tochter machen. Er hatte eine besondere Art, es zu zeichnen und auszuschneiden. Beim Einschneiden musst du sehr vorsichtig sein. Wenn du etwas falsch machst, stehst du schlecht da. Und das ist kein Witz. Dann löst du die Formen, die du gezeichnet und eingeschnitten hast, vom Fleisch. Also zeichnen, einschneiden und dann lösen. Wenn du zum Nabel gelangst, kommt das Herz heraus. Das war der Moment, in dem man ins Innere schaute. Und das Herz war fantastisch. Mein Vater bewunderte es. Und wir mussten es auch bewundern. Schaut, wie eindrücklich. Dann sagte er, es tut mir leid, dass meine Tochter nicht so schön ist. Meine kleine Figur ist sehr üppig. Und bei meiner Tochter ist offensichtlich nicht viel dran. Das kleine Geschöpf war noch ein Mädchen. Die Zuschauer sagten nichts, denn sie wurden ja gefüttert. Sie gaben keinen Ton von sich, obwohl ich einigen womöglich sogar leid tat. Aber das merkte ich nicht. Damals hatte ich vielmehr den Eindruck, dass sie mich auslachten. Sie lachten nicht mit mir, sie lachten über mich. Und der Schmerz war sehr groß. Das ist 50 Jahre her und ich, die ich nie weine, nach 50 Jahren ist das noch so lebendig, als wäre es gestern passiert. Ich überwand dieses Trauma mit einem Traum. Mein Vater erzählte einen Witz und dabei fielen seine Augen auf den Tisch. Da sprang die Katze hoch und verschlang die Augen. Ich hatte meine Rache. Zehn Minuten bevor die Medienleute kamen, waren wir fertig. Und es gab eine außergewöhnliche Pause. Die Halle war menschenleer und so still, dass man das Summen der Transformatoren hörte. Ein gewaltiges Projekt war zu Ende. In wenigen Tagen hatten wir Eröffnung. Die Türme waren spektakulär. Da dachte ich, niemand ist da. Ich tue es. Ich stieg I Do hinauf. Sehr langsam und sehr bewusst. Ich denke, das ist einer der Schlüssel zu diesem Werk. Es macht dich deiner selbst bewusst. Beim mittleren Turm geht es um Brüche und um das Reisen, das Unterwegssein. Es ist eine unerbittliche, einengende Erfahrung, diesen Turm hinunterzusteigen.
Dann sitzt du auf dem Boden, schaust hinauf und hast einen erhebenden Eindruck, als sei dort oben etwas Besonderes. Dann stieg ich Airidu hinauf. Oben wurde ich von den Spiegeln und meinem Bild darin gefangen. Ich hob meine Hand und da erschien im Spiegel eine andere Hand. Das war unglaublich, denn Louise macht diese doppelhändigen Arme. Meine Arbeiten, egal was sie darstellen und wann sie entstanden sind, drücken Gefühle aus. Gefühle sind sehr unangenehm für mich, denn sie passen nicht zu meiner Größe. Sie übersteigen mich. Meine Gefühle sind meine Dämonen. Nicht die Gefühle an und für sich, sondern ihre Intensität. Sie sind zu stark für mich. Deshalb wandle ich die Energie in Skulpturen um. Das betrifft alles, was ich tue. Es hat nichts zu tun mit dem Handwerk oder mit einer bestimmten Fähigkeit, auch nicht mit den Materialien, die ich verwende. Materialien sind Materialien, nichts mehr. Sie sind nicht Antrieb des Künstlers. Mein künstlerischer Antrieb sind Gefühle und Ideen. Beides. La femme de l'anglot est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, puis elle, elle boursicote. Bravo, bravo! Du hast kein Wort verstanden, stimmt's? Hoho bedeutet so viel wie, du bist toll. Etwas, das du deinem Mann sagst. Hoho, hoho.